Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, nämlich ein weiteres Video zu Metaverse Champions Event Week 3. Und jetzt zeige ich, wie man die Kilowatt Week 3 Chest bekommt. Und was ihr für spielen müsst, ist das Spiel, wie gesagt, in der Videobeschreibung, also Cut Island. Und was wir machen müssen, wir müssen jetzt hier in die Bude reinlaufen und ein paar Spiele zocken, hör mal. Das heißt, wir werden jetzt hier mal reingehen in den Laden. Hier wird es auch wieder überall gekennzeichnet. Und jetzt steht hier, Sparse Kilowatt, hey, they took all my crates, bla bla bla. Wir müssen halt, wie gesagt, einfach nur 100 Punkte bekommen und die uns dann wieder aus dem Shop, die Crate, dann wieder rauskaufen. Und hier gibt es ein Spiel, das ist richtig OP. Ich glaube, das ist hier hinten. Nämlich das, genau, hier hinten ist das. Und dann gehen wir jetzt mal kurz hier hinten hin. Und hier ist ein ganz gutes Spiel, nämlich so ein, Krallhaken-Spiel. Und hier kann man halt auch 100 oder 1000 Points geben. Wir müssen mal gucken, wir haben jetzt 250. Wir haben da, glaube ich, eine 500 unten liegen. Oder sind 50 und nur eine 50. Aber versuchen wir mal Glück. So, und jetzt müssen wir hier mit dem Kran einmal versuchen, hier die Points zu bekommen. Wir können ein bisschen, natürlich ein bisschen cheaten, ne? Ist ja klar. Indem wir jetzt einmal kurz hier... Okay, wir können gleich runter. Hier, okay. Indem wir jetzt einfach mal kurz hier lang gehen. So, wir gucken mal. Ja, okay, die Bälle liegen ein bisschen kacke da drin. Aber okay. Versuchen wir hier die 250 zu bekommen. Das müsste gut sein. Jetzt drücken wir hier den Knopf und... Oh, komm. Ja! Und wir haben 250 Coins jetzt schon bekommen. Oh, rutsch bitte nicht runter. Bitte nicht runterrutschen. Danke. Oh mein Gott, wir haben sie bekommen. Wir haben sie, genau, hier unten haben sie bekommen. Deshalb spielen wir das Spiel noch einmal. Wie gesagt, einmal hier 7 Chips. Checkt und dann let's go. Wir sehen auch hier oben, da sind unsere Chips, ne? Und unsere Tickets sind ja nochmal das Leaderboard angezeigt, dass ihr das Bescheid wisst. So, wo ist jetzt hier mal eine große? 250 ist hier hinten, sehe ich gerade eine. Okay, dann gehen wir mal nach ganz hinten und holen uns auch mal diese 250 her. Die brauchen wir natürlich, ne? So, ganz hinten angekommen. Guck mal kurz mit der Kamera rein. Und der ist perfekt sogar drüber. Das heißt, einmal kurz hier auf den weißen Knopf drücken. Und zieh. Das ist ein langer Weg. Das ist wirklich ein langer Weg. Ich hoffe mal, der bleibt jetzt irgendwo nicht hängen. Aber der sieht gut aus. Der sieht echt gut aus. Hoffen wir mal, dass es wirklich drinnen bleibt. Oh, oh, das ist ein Ball. Oh, okay. Ja, komm, das geht doch. Das geht. Der rutscht. Nee, oh Gott. Hör auf. Nein! Was? Oh mein Gott. Okay, das war knapp. Das war richtig knapp und richtig Abzocker, Alter. Wir haben 7 Chips verloren, weil dieser doofe Ball hier hängen bleibt. Das heißt, wir spielen das noch einmal und holen uns jetzt diesen einen Ball wieder zurück. So, das sieht perfekt aus. Wir drücken hier auf den weißen Knopf. Und wie gesagt, wir spielen das hier jetzt mal komplett. So, jetzt komm aber. Nice, okay. Also wie gesagt, an sich ist das ganz einfach. Ihr müsst hier nur, push to start. Warte, hier, zack, so. Also, ihr müsst hier gerade nur, hier spielen. Okay, jetzt müssen wir hier Stopp drücken. Mal gucken. Oh, was habe ich gewonnen? 20 Chips, okay. Das ist anscheinend auch noch ein bisschen einfach, wenn man ein bisschen Reaktionszeit hat. Das heißt, wir uns nochmal versuchen. Okay, nochmal, komm. Hier, einmal drehen. Und... Na, hat er gedreht? So, jetzt dreht er. So, dann gucken wir mal und... Ah, schon wieder 20. Okay, also wie gesagt, man kann hier, wie gesagt, vieles machen. Aber ich würde euch, wie gesagt, empfehlen, hier hinten hinzugehen. Nämlich da in die Maschine, da kann man hier, wie gesagt, am besten die Points farmen. Willst du dann das mal kurz, wie soll ich sagen? Sehen wir uns gleich. So, und jetzt haben wir hier schon die Sache completed. Und wir brauchen gar nicht zum Shop gehen irgendwie. Auch interessant, aber okay. Wie gesagt, wir können mal kurz hier zum Shop gehen. Aber wie Sie schon sehen, hier haben wir schon die Kiste bekommen, da unten ja der Badge aufgeleuchtet ist. Das heißt, wie gesagt, am besten immer hier das Ballspiel spielen. So, nehmen wir einfach jetzt mal das Ballspiel mit dem Greifarm. Da könnt ihr ganz einfach eure Punkte herbekommen. Wie gesagt, kein großes Problem, die zu bekommen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt die Kiste im Inventar. Unter Shoulder-Accessoires, also unter Schulter-Accessoires, könnt ihr die, wie gesagt, einfach finden. Und ja, ich würde sagen, dann war es schon auch mit diesem Video. Und ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr richtige Ehrenmänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann zeigt es mir einfach mit einem Abo. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuesten Videos auf meinem Kanal verpasst. Checkt auf jeden Fall die Roblox-Gruppe aus. Da gibt es richtig, richtig cool Merchandise von mir für Roblox-Charaktere. Und sagen wir uns das nächste Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.